und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von uns. Heute ist Montag und wir waren jetzt gerade bei der Werkstatt und haben unser Auto abgegeben. So, wir sind hier wieder back at it. Aber dabei gab es auch wieder ein paar Komplikationen. Und zwar ist unser Auto ja nicht mehr angesprungen. Und wir dachten halt, ja, man kann es halt einfach wieder aufladen. Wir brauchen nur einen Jumpstart und dann geht es schon wieder. Dann haben wir wieder dieses RACQ angerufen. Und der hat uns dann auch einen Jumpstart gegeben, aber meinte dann so zu uns, ja. Also die Batterie, die kann man nicht mehr aufladen. Die ist komplett kaputt. Ihr müsst euch eine neue Batterie besorgen. Sind dann erstmal mit dem Jumpstart in die Werkstatt gefahren, haben es Gott sei Dank geschafft, diese 2 Minuten. Und dann haben die da auch nochmal geguckt, ob die Batterie wirklich kaputt ist und die meinten, ja, also die könnt ihr nicht mehr gebrauchen, wir können sie euch aber direkt mitwechseln. Hat das nochmal extra $200 gekostet, müssen wir jetzt halt einfach mitbezahlen, können wir nichts machen. Wir haben dann nochmal angerufen bei dem Autohändler, wo wir das Auto gekauft haben und nochmal gefragt oder gesagt, dass das wirklich so nicht geht, dass alles kaputt geht. Weil er hatte die Inspektion gemacht und so eine Batterie, da kann man ja die Werte ablesen und dann hätten die eigentlich sehen müssen bei einer Inspektion, dass die Batterie einfach uralt ist und schon lange nicht mehr ausgewechselt ist und halt total den niedrigen Stand hat. Keine Ahnung, also dass sie einfach nur noch richtig schlecht ist. An sich hätten sie sie dann vorher auswechseln müssen. Aber sie haben uns das Auto halt so verkauft. Er meinte, ja, zahlt nichts dazu. Wir schreiben jetzt gerade noch mit ihm, mal sehen, ob da noch irgendwas kommt. Aber ja, das war so unser Morgen und jetzt sind wir aber eigentlich ganz froh, dass wir das jetzt abgeben könnten. Ja, also das Auto und wenn wir wiederkommen, ist hoffentlich alles okay damit. Und wir versuchen jetzt einfach die Zeit auf der Island zu genießen. Und jetzt mal langsam wieder ein bisschen Urlaub zu machen und ja, coole Sachen zu erleben und ja. Unser neues Hostel hat einfach so einen coolen Pool, das wussten wir gar nicht. Und wir müssen jetzt auch warten, bis unser Zimmer frei wird und deswegen setzen wir uns jetzt erstmal hier hin. Wir erkunden jetzt hier gerade mal unseren Ort, wo wir sind. Wir sind hier nämlich direkt irgendwie am Strand. Und der ist auch wieder so schön. Auch hier so mit dem Steg. Und das Wasser ist glasklar. Also echt richtig cool. Wir haben direkt das erste Zimmer direkt neben dem Pool. Und so sieht unser Zimmer aus. Sehr klein, aber fein. Wir haben sogar ein Waschbecken das erste Mal. Da kann man dann immer Zähne putzen. Das ist eigentlich ganz geil. Und ja, das war's. Kühlschrank haben wir auch. Supidupi. Also, wir sind jetzt gerade in unserem neuen Hostel angekommen und es ist sehr schön hier. Hier direkt ist auch ein richtig cooler Pool. Es ist auch direkt am Strand und da wollen wir jetzt auch erstmal gleich nochmal hin. Dort dann den Tag verbringen. Das sind halt wirklich nur so nicht mal fünf Minuten zu Fuß. Wirklich perfekt. Und der ist auch richtig, richtig schön. Also, wir haben da gerade schon mal vorbeigeschaut, weil da ist auch die Bushaltestelle, mit dem wir gerade zum Einkaufen gefahren sind. Es gibt hier halt nur 3 Supermärkte. Und wir sind aber alle in einer Area und da müssten wir halt jetzt mit dem Bus hinfahren, 20 Minuten. Deswegen haben wir da schon mal am Strand vorbeigeschaut, weil da die Bushaltestelle war. Der Strand hier ist einfach so mega, mega schön. Wir legen uns jetzt da irgendwo in Schatten. Leider geht die Sonne hier richtig früh runter, also hier sind halt so große Berge und dahinter ist jetzt die Sonne. Jetzt ist am ganzen Strand keine Sonne mehr. So ein bisschen blöd, weil wir eigentlich hier bleiben wollten, bis die Sonne untergeht und uns sonnen wollten. Good morning! Heute wollen wir jetzt auf so ein, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, einfach so, eine Wanderung. Ja, so eine Wanderung machen, wo man dann Koalas in der freien Wildbahn sehen soll. Also das ist so ein Koala-Hotspot. Und da fahren wir jetzt halt früh morgens hin, weil man die da am besten sehen soll und halt am späten Nachmittag. Danach wollen wir noch zu einem richtig schönen Strand fahren, der heißt Alma Bay. Danach wollen wir noch zu den Wallabies, also da sollen richtig viele Kängurus, also Wallabies halt sein. Das ist auch einfach so ein Weg oder so eine Wanderung, wo man halt lang geht. Und nachher, wenn wir dann wieder hierher kommen, wollen wir dann vielleicht noch, weil hier direkt um die Ecke ist, noch so eine kleine Wanderung auf so einen Kügel, keine Ahnung, auch auf so einen Rock halt. Das wollen wir dann heute Abend noch machen, so bei der Dämmerung, dass wir vielleicht dann einen schönen Sonnenuntergang sehen. Da geht man nämlich nur so 10 bis 15 Minuten hoch. Wir sind jetzt hier gerade an diesem Alma Bay. So sieht der Strand hier aus. Also hier ist noch so ein kleiner Spielplatz, weil hier echt viele Familien sind. So.
sieht schon echt mega cool aus. Und hier so im Schatten konnte man eigentlich echt gut liegen. Also wir lagen da hinten zwischen den Bäumen. Diese Felsen hier direkt am Wasser sind halt einfach so mega cool und beeindruckend. Und der ist richtig schön. Nur hier ist deutlich mehr los als so an den restlichen Stränden, wo wir bisher waren. Es ist trotzdem immer noch viel, viel weniger los. Also ich glaube, es ist schon einer der vollsten Strände, die wir hier so gesehen haben bis jetzt in Australien. Und es ist trotzdem tausendmal leerer als zum Beispiel auf Malle. Und bevor wir hier am Strand waren, waren wir ja diese Koala-Wanderung machen. Keine Ahnung, wie man das sagen kann. Das war eigentlich richtig cool. Wir sind da halt durch den Wald gegangen und auch auf so einer Aussichtsplattform oder Aussichtspunkt. Wir haben auf dem Weg zwei Koalas gesehen. Mega cool. Wir haben auf dem Hinweg halt zwei entdeckt und auf dem Rückweg sind wir halt nochmal zu denen gegangen. Und dadurch hat es sich irgendwie angefühlt, als hätten wir vier gesehen. Ja, weil die auch nochmal an anderen Orten waren. Und es war irgendwie, die waren irgendwie voll aktiv auch. Sahen immer anders aus. Und der eine war halt auch richtig groß und der andere war eher noch so ein Kind, also voll klein. Es war richtig cool, die nochmal so in freier Wildbahn jetzt gesehen zu haben. Strand war es halt auch richtig schön. Lagen wir jetzt so 3 Stunden circa. Zum Schwimmen war es ja auch richtig cool, ja. Es war richtig klar. Also so. Den Strand kann man auch wieder nur empfehlen. Fühlt alle Strände hier sind halt mega schön. Aber der ohne Menschen wäre wirklich eine 10 von 10. Ja, mit den Menschen vielleicht so eine 8, 7. Ja. Unser Plan ist es jetzt, wir wollen an so einen Ort gehen, wo ganz viele Wallabies sind, also ganz viele Stein-Kängurus. Wir wissen noch nicht so ganz, was uns da erwartet, auch wie das da aussieht. Die Tiere heißen Rock Wallabies und der Ort heißt auch Rock Wallabies. Also wir sind so ein bisschen confused und wissen auch nicht, wie es da aussehen soll. Aber egal. Spannend und freuen uns. Ja. Wir waren jetzt hier gerade bei den Rock Wallabies und wir sind leider ein bisschen zu früh hier. Also es ist jetzt so 15.15 Uhr und wir denken halt, dass die ganzen Kängurus sich jetzt noch irgendwie in ihren Höhlen verkriechen und dann erst so gegen 17 Uhr, wenn die Sonne langsam untergeht und so die Dämmerung kommt, halt rauskommen und dann auf den Steinen sitzen. Es war trotzdem cool, aber wir haben es uns irgendwie anders vorgestellt. Also wir dachten irgendwie, es wäre ein viel längerer Weg. Ja, wir haben das halt so eingeplant, dass wir um 15 Uhr ungefähr losgehen da vom Strand und dann so, keine Ahnung, 20 Minuten da hinlaufen müssen und dann dort nochmal irgendwie eine Stunde laufen müssen. Deswegen dachten wir halt, dass wir dann so in der Dämmerung hier sein werden oder halt ein bisschen später. Aber leider hat das jetzt mit unserem Plan nicht so geklappt. Also der Weg vom Strand bisher war 4 Minuten und dann der Weg in diesen Rocks war dann auch nur nochmal 5 Minuten. Haben wir jetzt nur eins gesehen, leider. Aber Hauptsache eins, ne? Ja. Wir haben jetzt so einen guten Spot gefunden für den Sonnenuntergang. Das ist ja mal nicht normal. Das ist geil. So ein geiler Sunset-Spot. Wir gehen hier gerade so lang auf dem Weg nach Hause, also zum Hostel. Auf einmal hören wir so ein richtig lautes Grunzen. Wir gucken so, was ist hier denn für ein Tier? Und entdecken ein Koala einfach. Ein Koala. So geil. Wie geil ist dieser Tag heute? Oh mein Gott. Der Hund vom Hostel zieht die ganze Zeit dieses Ding hinter sich her. Guten Morgen. Heute ist wieder ein nächster Tag hier auf der Insel. Wir sind heute Morgen ganz früh aufgestanden und haben uns den Sonnenaufgang angeguckt. Der war nämlich um 5.50 Uhr oder so. 5.55 Ja, so circa 6 Uhr. War schön, aber es waren halt voll viele Wolken davor. Und der Ort, an dem wir waren, war jetzt auch nicht so komplett perfekt für den Sonnenaufgang.
dann sind wir schon richtig früh direkt an den Strand weitergefahren. Das ist der Strand komplett auf der anderen Seite, wo unser Hostel ist. Ja. Da sind wir jetzt irgendwie 40 Minuten hingefahren mit dem Bus. Jetzt sind wir hier und chillen. Heute ist Strandtag angesagt. Wir fahren noch zu zwei weiteren Buchten, die richtig schön sein sollen. So. Wahrscheinlich kann man da nur hingehen. Also wir fahren da nicht hin, ja, sondern wir müssen dann wieder so eine Wanderung machen durch den Wald. Aber dafür sollen die Buchten halt auch richtig geil sein. Also wir sind gespannt. Und jetzt verbringen wir erstmal den Morgen hier am Horseshoe Bay. Ja. Das ist so eine Riesenbucht, also die ist wirklich riesig. Wir haben heute noch nichts gefrühstückt richtig und wir haben auch gefühlt nichts zu essen dabei, weil wir nichts mehr hatten, was man so mitnehmen kann. Deswegen mal schauen, wie wir das heute mit dem Essen machen. Vielleicht holen wir uns hier an so einer Bude irgendwo noch Pommes oder so mal gucken. Okay, also das ist die Bucht und die geht halt wirklich bis dort hinten, also echt riesig. Und wir liegen jetzt hier. Und da geht es auch noch mal richtig weit. Also mit diesen Bergen, das ist einfach ein Vibe. Aber wir haben uns jetzt hier hingelegt, weil hier halt den ganzen Tag denken wir Schatten sein müsste. Also unsere Wanderroute, man sieht es schlecht, geht hier am Strand lang. Und wir müssen irgendwie nach da kommen. Und jetzt ist hier einfach so ein Bach, also halt so ein Fluss, der ins Meer fließt. Und wir haben feste Schuhe an. Wir haben feste Schuhe an und wollen es jetzt nicht nochmal ausziehen. Dieser Fluss hier ist unsere Hürde. Wir kommen nicht rüber. Mit unseren Schuhen. Ja, springt jetzt das erste. Let's go. Das ist mein Fall. Wir sind jetzt gerade ca. 1,5 Kilometer durch so einen richtigen Scheißweg gegangen. Es ist richtig steinig, richtig anstrengend. Können wir vielleicht auf dem Rückweg nochmal filmen. Wir sind auch knallrot vielleicht noch deswegen. Vielleicht sieht man es noch. Das ist der Weg. Der ist so schlimm. Wir machen auch gerade schon wieder eine Pause. Man geht hier halt wirklich einfach mitten über den Berg, über so Steine. Und es ist so anstrengend. Aber jetzt sind wir angekommen und der Strand ist so, so, so geil. Also es hat sich komplett gelohnt. Guten Morgen! Wir wollten noch mal erzählen, wie es gestern so war. Wir haben ja gestern diesen Trip oder diesen Tagesausflug gemacht, wo wir uns die drei Strände angeguckt haben und immer so von Bucht zu Bucht gegangen sind und da halt diese Wanderung über diese Scheißwege machen mussten. Da wollten wir noch mal zu sagen, dass das echt mega anstrengend war. Das war immer so steil und ging dann auch immer so krass halt wieder runter. Es ging halt voll auf die Knie. Wir hatten dann kein Wasser mehr am Ende und dann mussten wir irgendwie zurückkommen. Und das war sehr, sehr anstrengend, aber es hat sich ja trotzdem gelohnt, weil die Strände echt mega toll waren. Und es waren halt eigentlich auch keine richtigen Wege, es waren einfach nur irgendwelche fetten Steine in den Weg gelegt, so mäßig, wo man dann drüber balancieren konnte. Aber genau weil der Weg halt so schwierig war, waren dann halt auch kaum Menschen an den Stränden oder in den Buchten. Und das war halt mega, mega geil. Also weil man hat halt einfach gefühlt wieder den ganzen Strand für sich. Und das Wasser war halt wirklich auch ein Träumchen. Zusammenfassend zu der Insel können wir sagen, dass wir es echt mega cool fanden. Also wir waren jetzt ja 3 Tage hier. Der erste Tag waren wir eigentlich nur hier am Strand. Der war jetzt nicht so besonders, aber trotzdem voll schön. Aber gerade die letzten beiden Tage waren so krass irgendwie. Ja, ein weiteres Highlight war dann unserem zweiten Tag dann, dass wir die Koalas gesehen haben. Freier Wildbahn, erst 2 Stück auf dieser Wanderung und dann ja nochmal ein abends durch Zufall einfach. Es war mega geil. Der Sonnenuntergang an dem Tag war auch mega cool. Also da haben wir auch einfach gar nichts erwartet. Ja. Unsere Erwartungen wurden so krass übertroffen. Das war irgendwie so ein schöner Moment. Das war so richtig irgendwie atemberaubend einfach. Ja. Gestern mit den ganzen Buchten, das war halt auch einfach ein Träumchen. Also insgesamt kann man sagen, die Insel ist echt richtig schön. So, wir sind hier jetzt an der Fähre angekommen. Also von hier fährt die Fähre los. Aber die kommt erst in 40 Minuten, deswegen sitzen wir jetzt hier und warten einfach auf die Fähre. An dieser Stelle würden wir den Vlog auch beenden. Das ist so ein reiner Inselvlog und gleich würden wir dann auch schon den nächsten starten, weil für uns geht es jetzt weiter zum Lady Beach. Da haben wir einen Campingplatz gebucht, sind aber gespannt, wie das da aussieht. Also auf dem Campingplatz so ein Bett und wir wissen nicht mal, ob es ein Mehrfachzimmer ist oder ob es ein Doppelzimmer ist. Also keine Ahnung, was uns erwartet. Gebt dem Video einen Daumen hoch, lasst einen Kommi da, abonniert gerne den Kanal
Und folgt uns auch gerne auf Insta, ist alles in der Infobox verlinkt. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüssi.